Flammitösepunsch, ja. So, Amsterdam hat da auch schon eine Buslinie, die brauchen wir eigentlich auch nur verlängern. Ach so, haben wir schon. Ach, gucke mal. Das ist ja schön. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch einen Dock. Das hatten wir doch auch schon irgendwo, ne? Hier. Eine Werft. Kein Dock. So, Tintchen, was darf es denn hier sein? Warte mal, jetzt will ich mal gucken. U-Boot, U-Boot, Fähre. Sieht ja alles nicht nach U-Boot aus hier. Das hier. Nee. Ach, hier. Aha. 6, 7 und 8 Personen. Das lohnt sich ja, wa? Da geht ja was richtig ab. Und der Wassertunnel. Okay. Den können wir auch einfach so dazu laden. Ja, da passiert nichts. Ja, wieder ein Schmierzettel, den ich wahrscheinlich wieder verlege, wie ich mich kenne. Schaffhausen und ein U-Boot. Okay, welches U-Boot? 206, 212 oder 7C? Und 6. Und die Schaffhausen. Wollen wir die Linie dann gleich durchziehen bis nach Amsterdam? Dass sie im Endeffekt über drei Halte fährt? Oder wollen wir zwei einzelne Linien? Apia nach Sylt und Sylt nach Amsterdam. Zwei einzelne, okay. Apia, warum denn Apia? Nach Peak natürlich. Sylthafen? Nach. Oh. Nach Peak. Will das trotzdem sehen. Können wir da nicht mitfahren? Ehrlich nicht. Im U-Boot. Ich finde das so cool. So, das wäre dann erstmal die Schaffhausen. Taucht gar nicht ab wahrscheinlich, war, kann das sein? Aber es taucht nicht. Schade. Es wäre natürlich schon cool gewesen, ne, wenn es auch noch abtaucht. Zu schade. Linie 1, warum denn Linie 1? Warte mal, falsch. Wild nach Peak. Und was wollen wir nach Amsterdam rüber haben? Anstrich, Yacht. Aha. Lenkwaffenzerstörer. Ach, jetzt da drauf. Die Köln. Mann, gut, dass der ganze Spaß hier nichts kostet.
Neue Linie. Zack. Schnitzel, einen schönen Abend wünsche ich dir. Und einen Lenkwaffenzerstörer auch noch dazu. Okay. Nach Amsterdam. Wo war er? Wo war er? Wo war er? Hier. Weg zur Haltestelle. Kein Weg für große Schiffe. Funktioniert nicht. Da müssen wir erstmal ausheben, glaube ich. Wasserwege hier, ne? Schiffbare Gewässer, also das müsste funktionieren. Dann liegt das wahrscheinlich an den... Weil wir keine großen Docks haben, ne? Kann das sein? Können wir da irgendwo ein großes Dock ansetzen? Nee. Können wir nicht. Warum nicht? Großes Dock. Ah, guck mal. Mhm. Geht aber nur hier nach rechts weg, geht nicht nach vorne weg. Warum geht das nicht nach vorne weg? Metro? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich aber gelesen, deine Nachricht. Hast du vorhin geschickt, ne? Ja, aber das sieht doch doof aus, einfach so daneben zu klemmen, das Ding. Kriegen wir das nicht irgendwo? Ah, guck mal. Da müsste es doch jetzt funktionieren, wenn wir jetzt sagen, wir wollen da... Ah, große Anlegestelle dran haben. Oh, dann brauchen wir das Ganze hier in Amsterdam auch nochmal. Das gefällt mir auch nicht so wirklich. Obwohl das wahrscheinlich sogar noch besser aussieht, als wenn wir was woanders dran machen. Außerhalb fahrbaren Gewässers. Müssen wir da reingehen? Also raus quasi? Nein, nicht so. Ja, komm. Vor 2 Wochen? Ich habe es vorhin erst gelesen und vorhin auch erst eine Nachricht bekommen, dass ich... Okay. Strange. Kein Weg für große Schiffe. Am 12.3. Ja, schade. Aber Metro, meine ich, hatte ich auch über... Metro, meine ich, müsste ich haben. Hatten wir doch schon mal reingeschaut irgendwann. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Schiffbares Gewässer ist es alles. Kann man das irgendwie noch mit genügend Höhe um Schiffe die Durchfahrt? Bei Epic gab es das auch schon mal. Okay. So, es sollte ja eigentlich hier rumgehen. Können
Könnte es sein, dass sie vielleicht ein bisschen zu knapp ist, wenn wir jetzt sagen. Wir senken das alles noch mal ein bisschen ab. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann, hier in dieser engen Stelle. Dass es hier nicht funktioniert. Weil hier müsste es ja eigentlich jetzt alles klappen. Wo geht denn die Linie lang? Ah, die geht hier durch. Hier könnte es vielleicht auch nochmal ein bisschen enge sein. Das kannst du so auch nicht sagen. Exzellent, gut, Dankeschön. Aber funktioniert immer noch nicht. Wenn er denn wenigstens anzeigen würde, wo der Fehler ist, wo es nicht funktioniert, ne? Das wäre schon mal vom Vorteil. Halt mal. Was man machen könnte, wäre Linie verwalten und du sollst hier an den Großen rangehen und den Peak natürlich dann auch an den Großen. Das müsste die 4 dann sein, ne? Funktioniert es dann? Ah, guck mal. No, hier bist du. Wie schnell ich da... Ja, das stimmt. Da hat man sich relativ schnell eingewöhnt. Das sieht aber auch lustig aus, ne? So eine kleine Werft und dann kommt da so ein Ungeheuer raus. Oh... Gestern war nach Monaten mal wieder bei uns Friday for Future und jetzt komme ich hier mit so einem Diesel-Ding rausgepuffert. Aha. Können wir gar nicht richtig rein hier, wa? Nee. Valhall 020. Sind generell nicht so gut für die Umwelt. Das ist richtig. Das stimmt. Vor allem, glaube ich, würde ich mir als Passagier so ein bisschen veralbert vorkommen. Booster so eine schöne Ausflugsfahrt. Und dann kommt so ein Zerstörer da um die Ecke, sagt, komm, steig ein, los geht's. ...1675 Passagiere. Alter Falter. Da geht schon was. Gucken, wie das aussieht, wenn er jetzt hier anlegt. Wenigstens Platz werden die Sims haben. Ja, auf jeden Fall. Auf die Füße treten tun sie sich dann nicht. Das stimmt. Quatsch. Da wollte ich drauf.
Ah, da kriegt die Fluglinie jetzt natürlich auch Konkurrenz, ne? Wollt ihr? Nach Elsfleth? 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 Na komm. Elsfleth? Also imposant ist es natürlich, wenn das Ding hier um die Ecke kommt, ne? Könnte man schon Angst bekommen. Reißt ihr erstmal das halbe Dock ab? Aber wenden tut er wieder auf der Stelle. Um rauszufahren. Aber du hast recht. Wie gesagt, bei Jurassic World könnten wir auch mal wieder reingucken. Da wird er jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger werden hier. Und noch haben wir ein bisschen Zeit. Stell dir vor, du stehst hier und da kommt das Moped hier um die Ecke. Alter Falter. Also ich glaube. Ja, alles gut. Ich glaube, ich wäre schon etwas beeindruckt. Vor allem, wenn er nur noch so ausspringt. So, wie sieht es denn hier in Amsterdam aus? Hier steht auch keiner rum. Also entweder müssen wir die Fluglinie hier einstampfen. Oder uns was anderes einfallen lassen. Denn das hat ja wenig Sinn. Wenn wir die Schiffe da rumeiern lassen und da steigt keiner ein. Auch ein bisschen doof, ne? Spielst du nicht wirtschaftlich? Ja, stimmt. Da hast du natürlich auch recht. Wenn es danach ginge, könnten wir wahrscheinlich die Hälfte der ganzen Linie hier einstampfen. Würde gar nichts mehr gehen. Wir hätten aber hier eigentlich noch, könnten wir. Moment mal, wo haben wir denn da hinten? Hui. Jo, bis gleich. Moment. Hier stehen sogar schon. Hier steht sogar schon Baumaterial. Dann bräuchten wir eigentlich hier noch einen Anleger. Für Güter. Bum, 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 bum.
Da könnten wir Baumaterial auch direkt hier reinziehen mit. Nicht den fahrbaren Gewässer. Nein, klein. Wo geht denn das fahrbare Gewässer hier los? Noch viel weiter hinten, wa? Oh ja. Wie sieht das jetzt hier aus? Wahrscheinlich ziemlich bescheien, ne? Ja, hält sich in Grenzen. So, wenn wir zumindest schon mal die Baumaterialien und Lebensmittel hier reinbekommen.